Eine Freitagnacht in La Crosse, einer kleinen Stadt im Norden von Wisconsin. Während die Menschen im Zentrum ausgelassen den Beginn des Wochenendes feiern, liegen die meisten Bewohner des Villenviertels an der Prospect Street schon längst im Bett. Nur ein Mann schleicht an diesem 20. März 1987 durch die stillen Straßen. Er wird heute Nacht ein beispielloses Blutbad anrichten. Um 1 Uhr früh wird Kenneth Bush von einem verdächtigen Geräusch geweckt. Der 33-jährige Drucker ist gerade mit seiner neuen Freundin Deborah in diese Gegend gezogen. Das Paar lebt zusammen mit Kenneths Mutter, die im Zimmer nebenan schläft. Er will nachsehen, woher das seltsame Geräusch stammt und geht hinab in die Küche, ahnungslos, welche Gefahr dort lauert. Ein Mann mit einer Waffe. Kenneth Bush stirbt durch eine Kugel ins Herz. Anschließend tötet sein Mörder systematisch alle weiteren Hausbewohner. Kenneths Mutter Lila stirbt durch 2 Kugeln im Kopf in ihrem Bett. Von den Schüssen geweckt, versucht Deborah verzweifelt, sich zu verstecken. Doch der Unbekannte findet sie und erschießt sie aus nächster Nähe. Der Mann, der in dieser Nacht eine ganze Familie auslöscht. Nun spricht er über seine Morde, seine Motive, seine Geschichte. Beim ersten Mal bin ich einfach durchgedreht. Es ging so schnell, dass ich nicht mal drüber nachdachte. Aber ich muss es geplant haben, sonst hätte ich keine Waffe mitgenommen. Sicher haltet ihr mich für ein Tier, ein Monster. Und vielleicht bin ich das. Ich war der böse Mann. Michael Tennyson, die Entwicklungsgeschichte eines Serienmörders. Jerry Bush verliert in jener Nacht des Jahres 1987 seine Mutter und seinen Bruder. Steve Ratchett bleibt mit 3 Kindern zurück, als seine Ex-Frau Deborah erschossen wird. Mein Onkel rief mich an. Ich fand zuerst meinen toten Bruder und dann meine Mutter im Bett. Er lud seine Waffe mehrmals nach. Meinen Bruder tötete er mit einer Kugel. Meiner Mutter schoss er in den Hinterkopf. Sie war 1,5 Wochen zuvor erst nach einer Herzoperation aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sie war völlig wehrlos. Es gab keinen Grund. Wenn sie wenigstens die Chance gehabt hätten, wegzulaufen und ihm zu sagen, nimm mit, was du willst. Die Ermittler suchen den Täter zunächst im Umfeld der Toten. Und ihr erster Verdacht fällt auf Steve Ratchett. Seine Frau Deborah hat ihn gerade erst für Kenneth Bush verlassen. Und es ist keine Seltenheit, dass sich ein Ex-Mann grausam rächt. Sie bestellten mich zur Polizeistation. Natürlich war ich ihr Hauptverdächtiger. Denn ich saß nun mit meinen 3 Kindern alleine zu Hause. Da sind sie natürlich überzeugt, dass du es warst. Und ich dachte, vielleicht war ich es tatsächlich. Vielleicht hatte ich einen Blackout oder sowas. Schließlich machten sie einen Lügendetektortest. Und ich hatte Angst davor, weil ich ein nervöser Mensch bin. Der Test entlastet Steve Ratchett. Die Polizei muss den Mörder anderswo suchen. Der wahre Täter hat La Crosse längst verlassen. Nur Minuten nach dem Massaker im Haus der Bushs ist er mit Deborahs Wagen geflohen. Ich fand ihr Auto in der Garage und ging wieder rein, um nach den Schlüsseln zu suchen. Dabei fand ich auch das Geld und steckte es ein. Da waren auch ein paar Lebensmittel, die ich mitnahm.
Ich hatte Todesangst und wusste nicht, was nun passieren würde, was ich tun sollte. Ich wusste nur, ich musste hier weg. Eine Art Fluchtreflex. Also haute ich ab. Den Wagen eines der Opfer zu stehlen, ist sein erster großer Fehler. Alle Polizeikräfte von Wisconsin sind in höchster Alarmbereitschaft. Die drei Morde schockieren das gesamte Land. Zwei Tage nach der Tat fährt der Beamte Donald Muller Streife im kleinen Ort Middleton, als ihn ein Funkspruch erreicht. Die Zentrale dirigiert ihn zu einer Adresse, an der Nachbarn ein verdächtiges Auto bemerkt haben. Es ist der Brass Kombi, abgestellt 200 Kilometer von La Crosse entfernt. Ich war unterwegs zu einem Freund nach Chicago, um dort eine Weile zu bleiben, als mir plötzlich klar wurde, dass sie nach dem Wagen suchen. Zeugen beschreiben den Fahrer als rothaarigen Mann, Mitte 30. Am Busbahnhof von Middleton verliert die Polizei seine Spur. Ich nahm einen Greyhound-Bus nach Los Angeles, weil es eine große Stadt ist. Ich hatte eine Campingtasche bei mir und die beiden Waffen aus Wisconsin. Ich nahm den Greyhound, weil man da keine Sorge haben musste, nach Waffen durchsucht zu werden, wie am Flughafen. Ganz einfach. Und ich hatte ein halbes Kilo Kokain in der Tasche. Als der Bus den Bundesstaat gerade verlässt, ermittelt die Polizei den Namen des Verdächtigen. Der Mann ist bereits aktenkundig. Zeugen haben sein Foto wiedererkannt. Er wurde wegen Überfalls verurteilt und sitzt im offenen Vollzug, ist aber seit 3 Tagen nach einem Freigang verschwunden. Der Gesuchte ist 27 Jahre alt und hat rote Haare. Sein Name Michael Tennyson. Wir treffen den Killer in einem Hochsicherheitsgefängnis in Colorado. Er hat eingewilligt, in einem Interview über seine Vergangenheit zu reden. Über die Morde, seine Flucht und sich. Der Mann, der systematisch Menschen tötete, ist nun 51 Jahre alt. Gut die Hälfte davon sitzt er bereits in Haft. Wer ist dieser Michael Tennyson? Die Zeitungen nannten mich ein kaltes, abgestumpftes, grausames Tier, ohne Respekt vor dem menschlichen Leben. Seit 24 Jahren sehe ich jeden Tag in den Spiegel und da sind zwei Gesichter, das Monster und der Mensch. Der Mensch, der permanent zu beweisen versucht, dass er nicht einfach ein Monster ist, sondern sehr viel mehr. Um den Killer zu fassen, erstellt die Polizei ein psychologisches Profil. Tatsächlich offenbart seine Vergangenheit bereits viele alarmierende Signale. Der Ort Holman in Wisconsin. Hier wird Michael Tennyson geboren und bis heute lebt in diesem Haus seine Mutter. Im März 1987 bricht für sie eine Welt zusammen. Das Foto ihres Sohnes ist in allen Zeitungen abgedruckt. Er wird gesucht als dreifacher Mörder. Als es hieß, er habe diese Morde begangen, konnte ich es nicht glauben. Ich konnte nicht glauben, dass mein Sohn dazu fähig war. Er war mein Stolz, meine Freude. Und ich glaube bis heute an ihn. Beverly Tennyson wird überwacht. Die Polizei ist davon überzeugt, dass Tennyson sich früher oder später zu Hause meldet. Tatsächlich ruft er seine Mutter nach einigen Tagen von einem öffentlichen Telefon an. Er bat mich, ihm zu helfen. Die Polizei und der Bewährungshelfer hatten gesagt, ich solle ihn überreden, zurück ins Gefängnis zu gehen, bevor noch mehr passiert. Sie helfen ihm am meisten, wenn sie ihn zurück ins Gefängnis schicken, und das habe ich getan.
Sie fragte, was hast du gemacht, wo bist du? Das wollte ich ihr nicht sagen, nur dass ich okay bin. Die Polizei war da und hatte von einem Mord gesprochen. Ich wollte nicht darüber reden und legte auf. Wahrscheinlich war das Telefon angezapft. Er sagte, keine Sorge, mir geht's gut, vertrau mir. Das tat ich. Der Anruf hilft der Polizei nicht, Tennysons Aufenthaltsort zu bestimmen. Um mehr über die Persönlichkeit des gesuchten Mörders zu erfahren, befragen sie seine Mutter. Was Beverly Tennyson zu erzählen hat, lässt auf einen Charakter schließen, der schon immer zu Gewalt neigte. Es gibt viele unverarbeitete Dinge aus meiner Kindheit. Ich erinnere mich nicht gerne, aber heute sehe ich klarer. Wenn ich zurückblicke, schäme ich mich. Ich war so zerrissen früher. Meine Welt war im Chaos. Ich war kein Monster, sondern ein gestörtes, kleines Kind. Michael Tennyson auf einem Bild von 1960, gerade einige Monate alt. Das Foto mit seinen Eltern lässt nicht ahnen, dass James Tennyson ein gewalttätiger Mann war, der die Familie terrorisierte. Michaels Vater war wirklich ein guter Kerl, solange er nicht trank. Und er trank schon, bevor wir heirateten. Er war ein brutaler Säufer. Er war Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Eines Nachts vergewaltigt er seine Frau in Anwesenheit des Kindes. Er kam nach Hause und entschied, er wolle jetzt Sex haben. Ich wollte das nicht, weil er so betrunken war. Daraufhin sagte er, er habe zwei Waffen unter seinem Bett. Eine Schrotflinte und eine 22er. Er vergewaltigte mich vor Michaels Augen und drohte uns zu erschießen. Der Junge lebt in ständiger Angst vor seinem Vater. Einmal richtete er eine Pistole auf mich und drückte ab. Klick, klick, klick. Ob es eine echte war oder ein Spielzeug, ich begann zu weinen. Da schlug er mir ins Gesicht und schrie, halt die Klappe. Dann kam Mami rein, was ist passiert? Und er lachte, nichts, wir spielen nur. Ich saß heulend da und er sah zuerst mich an und dann meine Mom. Es war verrückt. Ich war 3 Jahre alt und verstand das nicht. Ich wusste nicht, was in meiner Welt geschah. Die Mutter reicht die Scheidung ein, als Michael 3 Jahre alt ist. Seinen Vater sieht er nie wieder. Dann ereignet sich etwas, von dem er heute sagt, dass es ihn für immer geprägt hat. Ich erinnere mich, dass die Polizei kam, kurz vor meinem 4. Geburtstag. Ich hörte ein Klopfen an der Tür. Machen Sie auf! Und ich öffnete. Ich war ein Kleinkind. Da stand ein Polizist und ich rief, Mami! Sie kam und fragte, was ist los? Und sie sagten, Mrs. Tennyson, Sie sind verhaftet. Als ich weinte und fragte, was los sei, griffen sie mich und zogen mich weg. Ich biss, schlug und trat nach ihnen. Dann führten sie meine Mutter in Handschellen ab. Beverly Tennyson wird wegen Unzucht mit einem Minderjährigen angeklagt und verurteilt. Ich hatte ein Verhältnis mit diesem Jungen, aber ich dachte, er sei 23. Als ich erfuhr, dass er 17 ist, trennten wir uns. Ich war 21, sehr naiv und kannte das Gesetz nicht. Michael wird während der Haftzeit für ein halbes Jahr zu einer Pflegefamilie gebracht. Als sie ins Haus kamen und diesen kleinen Jungen holten, sie zerstörten ihn. Mit 18 Monaten war ich schon allein aufs Klo gegangen und konnte inzwischen ganz gut sprechen. Als ich aus dieser Pflegefamilie zurückkam, war ich 4,5. Ich stotterte. Ich schielte und machte wieder ins Bett. Ich war völlig neurotisch.
Sie fesselten ihn an Stuhl und Tischbeine, streuten ihm Pfeffer auf die Zunge und all solche Sachen. Sie zogen ihm Windeln an, weil er angeblich noch nicht trocken sei. Das war demütigend. Als der Junge wieder bei seiner Mutter leben darf, hat sich sein Wesen gewandelt. Er ist 5 Jahre alt und ein extrem gewalttätiges Kind. Ich hatte gelernt, schlag zu, bevor jemand dich schlägt. Verstehen Sie? Ich war verdreht. Diese Lektion begleitete mich viele Jahre. Der rothaarige Junge mit der Brille ist 12, als er Drogen kennenlernt und zum ersten Mal kriminell auffällt. Er wurde sehr respektlos und man konnte sich nicht mehr darauf verlassen, dass er pünktlich nach Hause kam. Ich schenkte ihm schöne Sachen, die er versetzte, um Drogen zu kaufen. Er begann, mir Geld zu stehlen. Mit 20 Jahren geht Tennyson zu den Marines, wird aber nach wenigen Monaten wegen Drogenkonsums wieder entlassen. Zurück in Holmen zeigt sich 1980, zu welcher Brutalität er fähig ist. Das Opfer? Lydia Johnson, 83 Jahre alt, gezeichnet von seinen Schlägen. Es ist gegen 1 Uhr in einer Januarnacht, als Michael Tennyson in ihr Haus einbricht. Ich hatte in dieser Nacht mehrere Häuser geknackt, denn ich brauchte Geld für Drogen. Bei der letzten Adresse wurde es dann grausam. Plötzlich wird Tennyson von der alten Dame überrascht. Ich bin ausgeflippt, denn ich dachte, da ist niemand. Ich hatte vorher an die Tür geklopft. Ich war erst 20 Jahre alt, noch ein Kind. Ich wollte abhauen, als die Frau anfing zu schreien. Verschwinden Sie aus meinem Haus. Ich sagte, ich suche nur. Aber da sprang sie schon auf mich zu, griff nach mir und schlug mir auf den Kopf. Die Lady war hartnäckig und wollte nicht loslassen. Ich fiel zu Boden und versuchte einfach wegzukommen. Da zerrte sie an meinen Haaren und biss mich. Sie ließ nicht los. Und da schlug ich zu. Lydia Johnsons Nase und mehrere Rippen sind gebrochen. Und es dauert nicht lange, bis die Polizei den Täter ermittelt. Auf verblüffend einfache Weise. Wir fanden am Tatort Zigarettenstummel, einen Schraubenzieher, eine Skimaske und Fußspuren. Es war eine bitterkalte Nacht mit feinem Pulverschnee. Wir folgten den Spuren im Schnee mehrere Meilen weit, direkt zum Haus des Verdächtigen. Sie nahmen mich am nächsten Tag fest. Die Abdrücke im Schnee führten von ihrem Haus zu meinem. Da sieht man, wie betrunken ich war, 2 Meilen lange Spuren im Schnee zu hinterlassen. Tennyson wird zunächst wegen Einbruchs verhaftet. Stunden später aber gesteht das Opfer Lydia Johnson der Polizei, sie sei nicht nur verprügelt, sondern auch vergewaltigt worden. Er hatte gestanden, sie geschlagen zu haben. Dass er sie auch sexuell nötigte, erwähnte er mit keinem Wort. Und bis dahin hatte das Opfer nichts davon erwähnt. Tennyson hatte ihr gedroht, wiederzukommen und sie zu töten, wenn sie reden würde. Sie lasen mir die Anklage vor. Sexuelle Gewalt und 6 Einbrüche. Ich soll sie vergewaltigt haben, aber das stimmt nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Warum bestreitet Tennyson die Tat? Längst sind Mediziner in der Lage, Spermaspuren nachzuweisen. Und es zeigt sich, die alte Dame ist vergewaltigt worden. Mein Pflichtverteidiger schlug mir einen Deal vor.
Wenn ich mich zu 6 Einbrüchen und dem sexuellen Übergriff schuldig bekannte, könnte ich mit 6 Jahren davonkommen. Er sagte, bei einem Prozess drohen dir 60 Jahre plus 20, 25 Jahre für sexuelle Gewalt, also 85 Jahre. Wenn sie das blaue Auge der Frau sehen, bist du geliefert. Tennyson akzeptiert das Angebot und wird zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Gegen Ende der Haftzeit erhält er den Freigängerstatus und muss erst abends zurück in die Zelle. Eine Vergünstigung, die sich als schwerer Fehler erweisen soll. Denn Tennyson begeht in der Freiheit einen Scheckbetrug, ein Bagatelldelikt, für das ihm dennoch eine weitere Inhaftierung droht. Ich saß 6 Jahre im Knast und habe dort ein paar wirklich üble Erfahrungen gemacht. Deshalb entschied ich mich, nicht wieder ins Gefängnis zurückzugehen. Tennyson taucht unter und verändert sein Aussehen. Seine Flucht will er nach bewährter Methode finanzieren und einige Einbrüche begehen. Es war ein kalter Winter und ich konnte nicht nach Hause, weil die Polizei mich dort suchen würde. Zu Freunden wollte ich nicht, weil ich niemandem mehr vertraute. Ich schlief unbemerkt in einem Wohnwagen, der hinter einem Haus stand. Und eines Nachts entschied ich mich, rüber zum Haus der Bushs zu gehen. Die Wahl der Adresse ist kein Zufall. Michael Tennyson kennt das Haus. Er hat einige Jahre lang in der Nachbarschaft gewohnt. Dass diese Nacht in einem Blutbad endet, gehört nicht zu seinem Plan. Als Kenneth Bush in die Küche hinabgeht, gerät der Einbruch außer Kontrolle. Tennyson ist bewaffnet und hat nichts zu verlieren. Kenneth zog ein Messer aus der Küchenspüle, ein Fleischermesser, das im Abtropfgestell stand. Als er das tat, erschoss ich ihn. Er könnte nun vom Tatort flüchten. Stattdessen aber geht Tennyson langsam von Raum zu Raum. Nachdem ich Ken erschossen hatte, schrie Deborah aus einem der Nebenzimmer: Verpiss dich aus meinem Haus. Sie würde die Cops rufen. Sie hatte mein Gesicht gesehen und ich wollte nicht wieder ins Gefängnis. Aus einem anderen Zimmer kam noch ein Geräusch. Ich wusste nicht, dass die Mutter da war. Sie machte das Licht an und rief: Oh nein, was haben Sie getan? Ich sah sie an und schoss. In wenigen Minuten löscht Michael Tennyson eine Familie aus, wie er sie selbst nie hatte. Nun ist er kein Häftling mehr, der wegen Scheckbetrugs eine längere Strafe fürchten muss. Er ist ein dreifacher Mörder, dem nur die Flucht bleibt. Tennyson entkommt mit dem Bus aus Wisconsin, während die landesweite Fahndung anläuft. Er will ans westliche Ende der USA, durchquert unbehelligt 2 Bundesstaaten und erreicht nach 1500 Kilometern Colorado. Die Hauptstadt Denver mit ihren 600.000 Einwohnern scheint ihm als sicheres Versteck für einen Schwerverbrecher. Denn nichts anderes ist er nun. Und etwas in ihm hat sich verändert. Auf dem Weg von Chicago nach Los Angeles war Denver eine der Hauptstationen. Deswegen stieg ich dort aus. Ich hatte das nicht geplant. Zu dieser Zeit wollte ich ein normales Leben führen. Aber ich wusste, das ging nicht. Als ich Ken erschoss, hatte ich eine Grenze überschritten. Ich stieg in Denver aus dem Bus und mir war klar, es gab kein Zurück. Um zu überleben, würde ich wieder auf einen Menschen schießen. Tennyson kennt niemanden in Denver. Aber nicht lange nach seiner Ankunft macht er die Bekanntschaft einer Frau. Sie ist Witwe, arbeitet als Reinigungskraft und ist 20 Jahre älter als er.
Ich sagte einem Taxifahrer, er solle mich zu einem gescheiten Restaurant bringen. Dort saßen zwei Frauen, eine kleine Jazzband spielte und ich setzte mich an die Bar. Schließlich ging ich rüber und sprach mit dieser Frau, Genevieve Durance. Ich ging mit zu ihr und blieb dort 3 Monate. Genevieve Durance begegnet dem Fremden ohne Misstrauen. Er ist charmant und sie lässt ihn in ihrem Apartment in einem Vorort von Denver wohnen. Nichts deutet darauf hin, dass der Mann ein Serienkiller ist. Er kam zu mir und begann ein Gespräch. Er schien nett zu sein und suchte für einige Tage eine Unterkunft. Also sagte ich okay. Eine wirklich nette Frau. Ich hatte mich fast in sie verliebt. Sie ist ein richtiger Schatz und ich wollte sie nicht verletzen. Es war ein sicherer Ort für mich. Wenn ich das in Wisconsin ein paar Monate vorher nicht getan hätte, wäre ich wohl bei ihr geblieben. Wir hatten es ziemlich gut. Ich mochte sie wirklich. Zwei Monate lang gelingt es Michael Tennyson, ein ganz normales Leben zu führen. Genevieve ist alt genug, um seine Mutter zu sein. Sie scheint eine beruhigende Wirkung auf ihn zu haben. Und niemand vermutet den gesuchten Mörder in Colorado. Solange er hier war, behandelte er mich mit Respekt. Wer ihm auf der Straße begegnete, fand ihn sehr nett und intelligent. Er bat mich nie um Geld, also war es in Ordnung, dass er keinen Job hatte. Tagsüber blieb er eben zu Hause und plauderte mit den Nachbarn. Ich ahnte nicht, in was ich da reingeriet. Sie wird bald erfahren, wer dieser Michael Tennyson ist und wie sehr die kriminelle Vergangenheit ihres Mitbewohners auch ihr eigenes Leben verändert. Zwei Monate nach den Morden von La Crosse, im Mai 1987, verbringt Tennyson den Abend mit zwei Freunden in einer Bar. Jeffrey Sheffield und Mitchell Gonzalez. Er hat die beiden etwa 20-jährigen Männer einige Wochen zuvor kennengelernt. Ich ging oft in diese Bar. Ich verkaufte Drogen. Wir hatten uns ganz zufällig kennengelernt. Als sie hörten, dass ich Stoff verkaufe, tauschten wir Telefonnummern aus und sie riefen mich alle paar Tage an. Als die Bar schließt, gehen die drei in Sheffields Wohnung. Die beiden jungen Männer wissen nicht, dass ihr Dealer ein berüchtigter Mörder ist und sie diese Nacht nicht überleben werden. Wenige Stunden später hat Tennyson sie getötet. Wie er sagt, weil sie ihn überfallen haben. Sie öffneten die Tür zu einem möblierten Apartment. Ich schöpfte keinen Verdacht, doch als ich reinging, fingen sie plötzlich Streit an. Sie sagten, wir wollen die Drogen und dein Geld. Und zu der Zeit hatte ich immer eine Waffe in meiner Tasche. Mitch zog eine Pistole, fuchtelte damit rum und rief, ich mach keinen Spaß, du Arschloch. Ich sagte, ganz ruhig. Und als er sich Jeff zuwandte, zog ich meine Waffe und schoss ihm seitlich in den Kopf. Er krümmte sich und fiel auf die Couch. Jeff rannte ins Badezimmer und schlug die Tür zu. Ich öffnete sie und als er weglaufen wollte, erschoss ich ihn. Ich warf ihn auf sein Bett und suchte wieder einmal Wagenschlüssel, um schnell abhauen zu können. Wie beim dreifachen Mord in La Crosse flüchtet er mit dem Auto eines seiner Opfer. Doch sagt Tennyson wirklich die Wahrheit? Er behauptet, die beiden hätten ihn bedroht. Und seine Reaktion war jene, die er schon in der Kindheit gelernt hat. Schlag zu, bevor man dich schlägt. Die Polizei kommt bei ihren Untersuchungen jedoch zu einem anderen Ergebnis. Nachdem Nachbarn den Notruf gewählt haben, ist Kenneth Chavez als erster Beamter am Tatort. Was er dort vorfindet, sieht nicht nach einer Selbstverteidigung aus, sondern eher wie eine Exekution.
Ich betrat das Apartment und sah ein Wohnzimmer. Couch, Fernseher und Möbel. Auf der Couch lag ein Mann, der mit einem Schlafsack zugedeckt war. Das Kissen neben seinem Kopf war voller Blut. Weiter hinten befand sich ein Schlafzimmer. Auf dem Bett lag ein weiterer Mann, ebenfalls zugedeckt und im Kopfbereich voller Blut. Bei der Untersuchung des Tatorts stellten wir fest, dass beide Leichen Schusswunden am Hinterkopf aufwiesen. Dem Opfer im Schlafzimmer war sogar dreimal in den Kopf geschossen worden. Wir kamen zu dem Schluss, dass sie aus kurzer Distanz getötet wurden. Die ballistische Untersuchung ergibt, die beiden jungen Männer wurden heimtückisch im Schlaf erschossen, förmlich hingerichtet. Zu viele Zeugen haben die Opfer zusammen mit Tennyson gesehen. Er kann auf keinen Fall länger in Denver bleiben. Die Polizei wird ihn schnell identifiziert haben. Er kehrt zurück in seine heile Welt bei Genevieve und drei Tage später offenbart er sich ihr. Während sie gemeinsam im Fernsehen eine Krimiserie sehen, gibt sich ihr Freund Michael Tennyson als fünffacher Mörder zu erkennen. Es war mein Lieblingsprogramm. Und mittendrin gestand er mir alles. Ich weiß nicht, was ihn dazu brachte, aber genau so ist es wirklich passiert. Ich wollte es ihr oft erzählen. Eines Abends weinte ich und sie fragte, was ist los? Das willst du nicht wissen, antwortete ich und sie sagte, doch, ich möchte alles wissen. Und an diesem Abend habe ich es ihr dann erzählt. Genevieve ist schockiert. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wenn ich etwas sagte, brachte er mich vielleicht um. Ich hatte große Angst, aber das wollte ich ihm nicht zeigen. Ich musste handeln und wollte in diesem Moment nur eines, dass er geht. Zuerst dachte ich, sie ruft die Polizei, aber das tat sie nicht. Stattdessen hilft sie Tennyson bei der Flucht. Genevieve kauft ihm am Flughafen ein Ticket nach New York. In 24 Stunden geht die Maschine. Doch er wird sie nie erreichen. Längst ist ihm die Polizei auf der Spur. Er benutzt das gestohlene Auto nun seit 4 Tagen und Zeugen haben das Fahrzeug gesehen. Wenig später erfolgt der Zugriff. Sie zündeten Granaten an der Tür und dem Glasfenster über unserem Bett. Es gab eine Riesenexplosion. Als ich zu mir kam, hatte ich Glassplitter im Mund. Ich erinnere mich nur an die Explosion. Ich dachte, das ist ein böser Traum und wollte aus dem Bett springen. Aber etwas steckte in meinem Mund. Ich wachte auf und sah, es war ein Gewehrlauf und jemand schrie, wenn du dich bewegst, blase ich dir den Kopf weg. Und auf dem Nachttisch lag meine Pistole. Ich habe mich nicht gerührt. Sie waren so schnell, ich hätte auf niemanden schießen können. Es wäre Selbstmord gewesen. Sie hätten mir den Kopf weggeschossen. Er leistete überhaupt keinen Widerstand. Es ging alles sehr, sehr schnell. Sie legten ihm und auch mir Handschellen an und brachten uns weg. Fertig. Die beiden werden eingesperrt und verhört. Genevieve darf das Gefängnis nach einigen Tagen wieder verlassen. Wenn ich zurückblicke, verstehe ich mich selbst nicht. Ich bin sonst klüger. Warum habe ich es nicht bemerkt? Ich arbeitete viel, um zu überleben. Und ich bemerkte nichts. Es hat mich lange beschäftigt, warum ich so blind war. Die Jagd auf den fünffachen Mörder ist beendet. Michael Tennyson muss nur mit dem Schlimmsten rechnen. In Colorado, wo er derzeit inhaftiert ist, droht ihm die Todesstrafe. Erklärt das sein Verhalten in den Verhören? Warum er die Vernehmungsbeamten nahezu ignoriert? Tennyson wollte überhaupt nicht mit uns reden. Er verweigerte jede Kooperation und antwortete auf keine unserer Fragen. Jemand wie ihn habe ich noch nie erlebt.
Er sah mich an, aber durch mich hindurch. Ich hatte den Eindruck, er könne sofort und ohne jede Regung jemanden töten. Das spricht für einen echten Soziopathen. Tennyson will für die beiden Toten von Denver nicht verantwortlich sein. Zunächst gesteht er nur die drei Morde in La Crosse. Mit diesem Trick hofft er, nur in Wisconsin angeklagt zu werden, wo die Todesstrafe abgeschafft ist. Nachdem ich in Denver verhaftet worden war, kamen sofort die Detectives Abraham und Mike Dunham zu mir. Sie sagten, Michael, wir haben mit deiner Mutter gesprochen. Sie sagt, du sollst mit uns reden. Sie taten, als seien wir Freunde und erzählten einen Haufen Mist. Sie behaupteten, wenn ich alles gestehe und sage, was sie hören wollten, brächten sie mich nach Wisconsin und ich müsste die Todesstrafe nicht fürchten. Also gestand ich alles. Doch die Behörden in Colorado weigern sich, ihn in einen Bundesstaat zu überstellen, der die Todesstrafe nicht praktiziert. Sie wollen den Serienkiller selbst verurteilen. 9 Monate später beginnt der Prozess und Tennysons Anwalt Frank Feeman kann seinem Klienten wenig Hoffnung machen. Dennoch versucht er alles, ihn vor der Hinrichtung zu bewahren. Es gab überhaupt keinen Zweifel, dass er schuldig war und die beiden Männer getötet hat. Es stand also außer Frage, dass er für etwas verurteilt wurde. Es ging allein darum, weswegen er verurteilt werden würde. Die öffentliche Meinung ist längst überzeugt. Tennyson ist schuldig. Doch sein Anwalt will die Jury dazu bewegen, Mitleid mit dem Killer zu empfinden. Unsere Strategie war, Michael vor allem als Mensch darzustellen. Es stand fest, dass er seit allerfrühester Kindheit ein sehr gestörtes Wesen war. Um diesen Aspekt zu untermauern und Tennysons Entwicklung zu verdeutlichen, ruft Feeman ganz zum Schluss Suzanne Pinto in den Zeugenstand. Die Psychiaterin ist auf Kriminalfälle spezialisiert und hat den Angeklagten mehrfach untersucht. Die Expertin bekräftigt die Forderung nach mildernden Umständen. Seine Persönlichkeit schien gebrochen aufgrund der extremen Misshandlungen, die er miterlebt oder selbst erlitten hatte. Das erklärte seinen Zorn. Und es hinderte ihn daran, seine Impulse zu kontrollieren oder andere Wege zu erlernen, mit seinen Gefühlen umzugehen. So etwas kann ein Gehirn traumatisieren. Es passiert häufig, dass die Verteidigung Probleme aus der Kindheit ins Feld führt, vor allem physische Misshandlungen. Doch selbst das entschuldigt nicht den Drang, jemanden hinzurichten oder einen Menschen aus niederen Beweggründen zu töten, wie er es tat. Teilnahmslos erwartet Michael Tennyson schließlich sein Urteil. Ich war auf mich selbst wütend. Ich sah, was da passierte. All diese Menschen in der Jury, die Familien der Opfer. Meine Familie war aus Wisconsin gekommen und ich sah mich im Raum um. Ihre Familien sahen meine Familie an. Wut und Schmerz in ihren Augen, wechselnde Gefühle. Und die Geschworenen starrten mich ungläubig an. Wie konnte er das nur tun? Am 18. März 1988 entscheidet das Gericht, Michael Tennyson ist des Mordes schuldig. Nun hat die Jury weitere 24 Stunden Zeit, über seine Strafe zu beraten. Für Tennysons Mutter ist die Wartezeit kaum zu ertragen. Ich bin nicht stolz darauf, dass er diese Menschen getötet hat. Aber im Gericht dachte ich, was für eine Bande von Heuchlern. Sie sagten, das alles wäre vorbestimmt gewesen und gleichzeitig hatten sie selbst vorbestimmt, ihn zu töten und wie es geschehen sollte. Sie besprachen die Methoden in Gegenwart einer Mutter. Die Jungs waren tot. Aber an jenem Tag starb auch mein Sohn. Eine Geschworene rettete mir das Leben. Sie fühle, es gebe Gründe, warum ich leben sollte.
ein wirklich spiritueller Mensch. Ich denke oft an diesen Tag zurück. Ohne diese Geschworene wäre ich damals wohl hingerichtet worden. Diese eine Geschworene, die nicht für die Todesstrafe stimmen wollte, war eine staatliche Krankenschwester. Sie sagte nur, dass er ihr leid täte. Ich weiß nicht, warum er ihr leid tat. Ich glaube, nach dem Mord an 5 Menschen verdient er es nicht mehr, auf der Erde zu sein. Aber das entscheidet die Jury. Wenn sie mich heute sehe, würde sie ihre Entscheidung bereuen. Er entgeht der Todesstrafe und wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Serienkiller ist nun keine Gefahr mehr. Oder vielleicht doch? Er denke häufig an seine Opfer, sagt Michael Tennyson heute. Die langen Jahre im Gefängnis hätten ihn verändert. Ja, zu einem anderen Menschen gemacht. Ich bin nicht der kalte, gefühllose, abgestumpfte Typ, als den mich der Staatsanwalt beschrieb. Diese schrecklichen Gewissensbisse verfolgen mich. Könnte ich es doch ungeschehen machen. Sind Tennysons Tränen echt oder ein Versuch der Manipulation? Denn sogar im Gefängnis scheint er einen Mord geplant zu haben an William Buckley, dem Staatsanwalt, der ihn hinrichten wollte. Er ist sehr gefährlich, wenn er mich für seine Situation verantwortlich macht. Er versucht, jemanden anzuheuern, der mich tötet. Seit 10 Jahren erhält Buckley Todesdrohungen. Und ein Mithäftling erklärt in einem Polizeibericht, Tennyson will den Ankläger umbringen lassen. Ein Telefonat mit einem unbekannten Gesprächspartner wurde protokolliert. Darin sagte Tennyson wörtlich: Finde heraus, wo dieser Buckley lebt und arbeitet, fahr ihm nach und erschieß ihn. Ich habe in der Vergangenheit schon nach etlichen Fällen Drohungen erhalten. Die meisten nehme ich nicht ernst. Aber bei ihm habe ich einige Bedenken. Er hat die Möglichkeiten dazu und verfügt über finanzielle Mittel, wie sie kaum ein anderer Häftling hat. Denn Tennyson verdient viel Geld. Er malt. Und seine Bilder werden von Galerien im ganzen Land verkauft. Oft für 2000 Euro pro Motiv. Einen Auftragskiller könnte er also problemlos bezahlen. Ich habe keine Feinde mehr. Niemanden, den ich hasse. Wirklich nicht. Ich habe in meinem Leben so viele Menschen verletzt. Ich hasse den Hass. Als fünffacher Mörder gehöre ich wohl hierher. Aber wenn ich heute rauskäme, würde ich niemanden töten oder verletzen. Kein Brot klauen, keinen Joint rauchen. Wer ist dieser Michael Tennyson wirklich? Ein geläuterter Häftling, der seine Morde bereut? Oder noch immer der skrupellose Killer? Ein Opfer, das zum Mörder wurde? Oder ein Mörder, der sich als Opfer darstellt? Die Wahrheit kennt niemand, außer ihm selbst. Eine Freitagnacht in La Crosse, einer kleinen Stadt im Norden von Wisconsin. Während die Menschen im Zentrum ausgelassen den Beginn des Wochenendes feiern, liegen die meisten Bewohner des Villenviertels an der Prospect Street schon längst im Bett. Nur ein Mann
schleicht an diesem 20. März 1987 durch die stillen Straßen. Er wird heute Nacht ein beispielloses Blutbad anrichten. Um 1 Uhr früh wird Kenneth Bush von einem verdächtigen Geräusch geweckt. Der 33-jährige Drucker ist gerade mit seiner neuen Freundin Deborah in diese Gegend gezogen. Das Paar lebt zusammen mit Kenneths Mutter, die im Zimmer nebenan schläft. Er will nachsehen, woher das seltsame Geräusch stammt und geht hinab in die Küche, ahnungslos, welche Gefahr dort lauert. Ein Mann mit einer Waffe. Kenneth Bush stirbt durch eine Kugel ins Herz. Anschließend tötet sein Mörder systematisch alle weiteren Hausbewohner. Kenneths Mutter Lila stirbt durch 2 Kugeln im Kopf in ihrem Bett. Von den Schüssen geweckt, versucht Deborah verzweifelt, sich zu verstecken. Doch der Unbekannte findet sie und erschießt sie aus nächster Nähe. Der Mann, der in dieser Nacht eine ganze Familie auslöscht. Nun spricht er über seine Morde, seine Motive, seine Geschichte. Beim ersten Mal bin ich einfach durchgedreht. Es ging so schnell, dass ich nicht mal drüber nachdachte. Aber ich muss es geplant haben, sonst hätte ich keine Waffe mitgenommen. Sicher haltet ihr mich für ein Tier, ein Monster. Und vielleicht bin ich das. Ich war der böse Mann. Michael Tennyson, die Entwicklungsgeschichte eines Serienmörders. Jerry Bush verliert in jener Nacht des Jahres 1987 seine Mutter und seinen Bruder. Steve Ratchett bleibt mit 3 Kindern zurück, als seine Ex-Frau Deborah erschossen wird. Mein Onkel rief mich an. Ich fand zuerst meinen toten Bruder und dann meine Mutter im Bett. Er lud seine Waffe mehrmals nach. Meinen Bruder tötete er mit einer Kugel. Meine Mutter schoss er in den Hinterkopf. Sie war 1,5 Wochen zuvor erst nach einer Herzoperation aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sie war völlig wehrlos. Es gab keinen Grund. Wenn sie wenigstens die Chance gehabt hätten, wegzulaufen und ihm zu sagen, nimm mit, was du willst. Die Ermittler suchen den Täter zunächst im Umfeld der Toten. Und ihr erster Verdacht fällt auf Steve Ratchett. Seine Frau Deborah hat ihn gerade erst für Kenneth Bush verlassen. Und es ist keine Seltenheit, dass sich ein Ex-Mann grausam rächt. Sie bestellten mich zur Polizeistation. Natürlich war ich ihr Hauptverdächtiger, denn ich saß nun mit meinen 3 Kindern alleine zu Hause. Da sind sie natürlich überzeugt, dass du es warst. Und ich dachte, vielleicht war ich es tatsächlich. Vielleicht hatte ich einen Blackout oder sowas. Schließlich machten sie einen Lügendetektortest und ich hatte Angst davor, weil ich ein nervöser Mensch bin. Der Test entlastet Steve Ratchett. Die Polizei muss den Mörder anderswo suchen. Der wahre Täter hat La Crosse längst verlassen. Nur Minuten nach dem Massaker im Haus der Bushs ist er mit Deborahs Wagen geflohen. Ich fand ihr Auto in der Garage und ging wieder rein, um nach den Schlüsseln zu suchen. Dabei fand ich auch das Geld und steckte es ein. Da waren auch ein paar Lebensmittel, die ich mitnahm. Ich hatte Todesangst und wusste nicht, was nun passieren würde, was ich tun sollte. Ich wusste nur, ich musste hier weg. Eine Art Fluchtreflex. Also haute ich ab. Den Wagen eines der Opfer zu stehlen, ist sein erster großer Fehler.
Alle Polizeikräfte von Wisconsin sind in höchster Alarmbereitschaft. Die drei Morde schockieren das gesamte Land. 2 Tage nach der Tat fährt der Beamte Donald Muller Streife im kleinen Ort Middleton, als ihn ein Funkspruch erreicht. Die Zentrale dirigiert ihn zu einer Adresse, an der Nachbarn ein verdächtiges Auto bemerkt haben. Es ist der Brass Kombi, abgestellt 200 Kilometer von La Crosse entfernt. Ich war unterwegs zu einem Freund nach Chicago, um dort eine Weile zu bleiben, als mir plötzlich klar wurde, dass sie nach dem Wagen suchen. Zeugen beschreiben den Fahrer als rothaarigen Mann, Mitte 30. Am Busbahnhof von Middleton verliert die Polizei seine Spur. Ich nahm einen Greyhound-Bus nach Los Angeles, weil es eine große Stadt ist. Ich hatte eine Campingtasche bei mir und die beiden Waffen aus Wisconsin. Ich nahm den Greyhound, weil man da keine Sorge haben musste, nach Waffen durchsucht zu werden, wie am Flughafen. Ganz einfach. Und ich hatte ein halbes Kilo Kokain in der Tasche. Als der Bus den Bundesstaat gerade verlässt, ermittelt die Polizei den Namen des Verdächtigen. Der Mann ist bereits aktenkundig. Zeugen haben sein Foto wiedererkannt. Er wurde wegen Überfalls verurteilt und sitzt im offenen Vollzug, ist aber seit 3 Tagen nach einem Freigang verschwunden. Der Gesuchte ist 27 Jahre alt und hat rote Haare. Sein Name Michael Tennyson. Wir treffen den Killer in einem Hochsicherheitsgefängnis in Colorado. Er hat eingewilligt, in einem Interview über seine Vergangenheit zu reden. Über die Morde, seine Flucht und sich. Der Mann, der systematisch Menschen tötete, ist nun 51 Jahre alt. Gut die Hälfte davon sitzt er bereits in Haft. Wer ist dieser Michael Tennyson? Die Zeitungen nannten mich ein kaltes, abgestumpftes, grausames Tier, ohne Respekt vor dem menschlichen Leben. Seit 24 Jahren sehe ich jeden Tag in den Spiegel und da sind 2 Gesichter, das Monster und der Mensch. Der Mensch, der permanent zu beweisen versucht, dass er nicht einfach ein Monster ist, sondern sehr viel mehr. Um den Killer zu fassen, erstellt die Polizei ein psychologisches Profil. Tatsächlich offenbart seine Vergangenheit bereits viele alarmierende Signale. Der Ort Holman in Wisconsin. Hier wird Michael Tennyson geboren und bis heute lebt in diesem Haus seine Mutter. Im März 1987 bricht für sie eine Welt zusammen. Das Foto ihres Sohnes ist in allen Zeitungen abgedruckt. Er wird gesucht als dreifacher Mörder. Als es hieß, er habe diese Morde begangen, konnte ich es nicht glauben. Ich konnte nicht glauben, dass mein Sohn dazu fähig war. Er war mein Stolz, meine Freude. Und ich glaube bis heute an ihn. Beverly Tennyson wird überwacht. Die Polizei ist davon überzeugt, dass Tennyson sich früher oder später zu Hause meldet. Tatsächlich ruft er seine Mutter nach einigen Tagen von einem öffentlichen Telefon an. Er bat mich, ihm zu helfen. Die Polizei und der Bewährungshelfer hatten gesagt, ich solle ihn überreden, zurück ins Gefängnis zu gehen, bevor noch mehr passiert. Sie helfen ihm am meisten, wenn sie ihn zurück ins Gefängnis schicken, und das habe ich getan. Sie fragte, was hast du gemacht, wo bist du? Das wollte ich ihr nicht sagen, nur dass ich okay bin. Die Polizei war da und hatte von einem Mord gesprochen. Ich wollte nicht darüber reden und legte auf. Wahrscheinlich war das Telefon angezapft. Er sagte, keine Sorge, mir geht's gut, vertrau mir. Das tat ich. Der Anruf hilft der Polizei nicht, Tennysons Aufenthaltsort zu bestimmen.
Um mehr über die Persönlichkeit des gesuchten Mörders zu erfahren, befragen sie seine Mutter. Was Beverly Tennyson zu erzählen hat, lässt auf einen Charakter schließen, der schon immer zu Gewalt neigte. Es gibt viele unverarbeitete Dinge aus meiner Kindheit. Ich erinnere mich nicht gerne, aber heute sehe ich klarer. Wenn ich zurückblicke, schäme ich mich. Ich war so zerrissen früher. Meine Welt war im Chaos. Ich war kein Monster, sondern ein gestörtes, kleines Kind. Michael Tennyson auf einem Bild von 1960, gerade einige Monate alt. Das Foto mit seinen Eltern lässt nicht ahnen, dass James Tennyson ein gewalttätiger Mann war, der die Familie terrorisierte. Michaels Vater war wirklich ein guter Kerl, solange er nicht trank. Und er trank schon, bevor wir heirateten. Er war ein brutaler Säufer. Er war Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Eines Nachts vergewaltigt er seine Frau in Anwesenheit des Kindes. Er kam nach Hause und entschied, er wolle jetzt Sex haben. Ich wollte das nicht, weil er so betrunken war. Daraufhin sagte er, er habe zwei Waffen unter seinem Bett. Eine Schrotflinte und eine 22er. Er vergewaltigte mich vor Michaels Augen und drohte uns zu erschießen. Der Junge lebt in ständiger Angst vor seinem Vater. Einmal richtete er eine Pistole auf mich und drückte ab. Klick, klick, klick. Ob es eine echte war oder ein Spielzeug, ich begann zu weinen. Da schlug er mir ins Gesicht und schrie, halt die Klappe. Dann kam Mami rein, was ist passiert? Und er lachte, nichts, wir spielen nur. Ich saß heulend da und er sah zuerst mich an und dann meine Mom. Es war verrückt. Ich war 3 Jahre alt und verstand das nicht. Ich wusste nicht, was in meiner Welt geschah. Die Mutter reicht die Scheidung ein, als Michael 3 Jahre alt ist. Seinen Vater sieht er nie wieder. Dann ereignet sich etwas, von dem er heute sagt, dass es ihn für immer geprägt hat. Ich erinnere mich, dass die Polizei kam, kurz vor meinem 4. Geburtstag. Ich hörte ein Klopfen an der Tür. Machen Sie auf! Und ich öffnete. Ich war ein Kleinkind. Da stand ein Polizist und ich rief, Mami! Sie kam und fragte, was ist los? Und sie sagten, Mrs. Tennyson, Sie sind verhaftet. Als ich weinte und fragte, was los sei, griffen sie mich und zogen mich weg. Ich biss, schlug und trat nach ihnen. Dann führten sie meine Mutter in Handschellen ab. Beverly Tennyson wird wegen Unzucht mit einem Minderjährigen angeklagt und verurteilt. Ich hatte ein Verhältnis mit diesem Jungen, aber ich dachte, er sei 23. Als ich erfuhr, dass er 17 ist, trennten wir uns. Ich war 21, sehr naiv und kannte das Gesetz nicht. Michael wird während der Haftzeit für ein halbes Jahr zu einer Pflegefamilie gebracht. Als sie ins Haus kamen und diesen kleinen Jungen holten, sie zerstörten ihn. Mit 18 Monaten war ich schon allein aufs Klo gegangen und konnte inzwischen ganz gut sprechen. Als ich aus dieser Pflegefamilie zurückkam, war ich 4,5. Ich stotterte. Ich schielte und machte wieder ins Bett. Ich war völlig neurotisch. Sie fesselten ihn an Stuhl- und Tischbeine, streuten ihm Pfeffer auf die Zunge und all solche Sachen. Sie zogen ihm Windeln an, weil er angeblich noch nicht trocken sei. Das war demütigend.